Leg los mit Anziehen der Strumpfhose und Rock anziehen und dann spätestens mit der High Heels. Dann ist es, da ist der Körper und der Geist, weil es kommt alles von hier, kommt das. Das heißt, das ist ja, die Frau, die dringt in mir ein. Ich schwärze sie einfach. Das ist wie eine Verwandlung. In mir ist eine Frau, ja. Und auch das Laufen dann, das ist dann auch ganz anders. Selbst das Reden, eigentlich rede ich viel ungepflegter eigentlich. Ich war schon eh auch in männlichen Berufen tätig. LKW-Fahrer war ich, Kranfahrer war ich. Armee, 10 Jahre Armee. Und dann kommen die Haare, dann wird das ja schön frisiert und dann taucht die Doris auf. Und das geht wie ein Himmelstor auf. Und da siehst du alles voller Glanz. Eigentlich ist ja alles klar. Junge, Mädchen, Mann, Frau, rein in die Schublade. Und zwar so, dass nichts dazwischen passt. Aber Irrtum. Mann ist manchmal lieber Frau und Frau schon mal ganz Mann und manchmal ist keiner weder noch. Die Geschlechterkategorie löst sich auf. Warum auch nicht? Vielleicht brauchen wir sie ja gar nicht. Wer sagt eigentlich, wo Mann aufhört, wo Frau anfängt, darf eine Frau Hoden haben? Das ist die Frage. Ich habe meine Geschlechtsangleichung vor 2 Jahren mit ärztlicher Begleitung begonnen und seit 1,5 Jahren zeige ich mich als Frau. Woran machen wir denn jetzt eigentlich Geschlecht fest? An den primären Geschlechtsorganen, an Hormonen? Es gibt überhaupt keine Eindeutigkeit von Geschlecht, außer das, worauf wir uns in dieser Gesellschaft geeinigt haben. Manchmal ist es ein Frauengehirn mit männlichen Anteilen, manchmal ein Männergehirn mit weiblichen Anteilen. Es gibt alle Abstufungen. Heißt das, in jedem Mann steckt auch eine Frau, auch in mir? Ich will wissen, was die meisten eigentlich so sicher sein lässt, Mann oder Frau zu sein. Wie stabil ist unsere Geschlechtsidentität? Ein Experiment muss her. Natürlich. Kann man mit so einem Kiefer aussehen wie eine Frau? Ja, weißt du, dass viele Frauen gerne so knochig aussehen würden wie du, dass sie markantere Gesichtszüge haben? Mhm. Ja. Mal sehen, was Make-up, Perücke und High Heels bewirken. Kann ich mein Geschlechtsempfinden aufs Glatteis führen? Ich bin jetzt mitten in so einer Verwandlung, aber ein weibliches Gefühl habe ich gerade nicht. Nee. Ich fühle mich gar nicht anders als sonst, genauso männlich. Wobei ich natürlich auch nicht so genau sagen kann, wie sich männlich anfühlt. Wenn es schwierig wird, braucht Mann Unterstützung. Ronny Rolls hat Erfahrung als Frau. Oh. Aber du bist ja kein Transvestit, oder wie würdest du dich bezeichnen? Das ist ein großer Unterschied. Ich bin Damenimitator. Ich mache das, es macht mir Spaß. Und ich kann dir auch nicht sagen, aus welchem Grund. Natürlich, hätte ich einen anständigen Beruf gelernt, nee, da wäre ich aber nicht so glücklich geworden. Ronny Rolls ist Travestiekünstler. Ein Mann, der als Frau auftritt, zur Freude der Männer. In 176 Varietés in der ganzen Welt. Und er hat sogar weibliche Hormone geschluckt, bis Brüste gewachsen sind. Es ist eine Rolle, die du spielst. Natürlich ist es eine Rolle, die ich spiele. Aber eine tolle Rolle, weil, ich sage dir, die Leute gehen ganz anders mit dir um. Wenn du zur Frau geschminkt bist? Ja. Nur wenn ich als Frau geschminkt bin, als Mann. Na ja gut, wer wird sich noch mehr umdrehen? Kein Mensch. Transsexuelle suchen keine Rolle, sondern den richtigen Körper. Lucia Lucas will endlich den Frauenkörper, der ihr 30 Jahre lang gefehlt hat. Seit 2 Jahren verändert sie ihr Äußeres von Mann zu Frau.
Lucia Lucas ist wahrscheinlich die einzige Opernsängerin mit tiefer Stimme. Eine Frau als Bassbariton, ein transgeschlechtlicher Opernstar. O terre, toi seul, désormais c'est côte rebelle. My shoulders are smaller. I see that my... Meine Schultern sind durch die Hormone schmaler geworden. Meine Hüfte hat sich verbreitert. Das Körperfett hat sich umverteilt. Die größte Operation war, die Knochen über den Augen abzuschaben. Sorvelerò la moe, sorvelerò i messeri, sabato e veni miei, dagli appetiti altrui. They cut the chin. Dann haben sie mein Kinn diagonal geschnitten und zurückgeschoben. Es stand viel weiter vor. Direkt nach meinem Coming Out habe ich an meinem Verhalten gearbeitet. Ich gebe mehr Luft auf die Stimme, um sie weicher zu machen. Wenn man die alten Filmstars sieht, etwa Marilyn Monroe, eine weiche Stimme, auch wenn sie tiefer ist, klingt viel weiblicher. Lucia ist seit vielen Jahren verheiratet mit Ariana. Did you know about her? Wusstest du um ihre besondere Persönlichkeit, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist schon lange her. Ich habe sie einfach immer als Lucia wahrgenommen. Und ich fühle, dass sie heute innerlich immer noch dieselbe Person ist. Wir sind immer noch wir. Und wieso hast du dir so viel Zeit gelassen? Naja, die vielen Macho-Männer-Rollen, die ich auf der Bühne spiele, sind so weit weg von meiner wahren Persönlichkeit. Da konnte ich mir nie vorstellen, dass ein Leben als Opernsänger und eine Geschlechtsangleichung zusammen funktionieren. Bis ich es getan habe, bis mir klar wurde, dass ich meine Karriere aufs Spiel setzen muss. Ich musste erst erkennen, dass mir die Geschlechtsangleichung wichtiger ist als meine Opernkarriere. Die letzten 5 Jahre haben wir dann immer häufiger über ihre Gefühle gesprochen. Und dann habe ich sie geoutet. Ich sagte, das könnte es sein. Und mir war immer klar, dass es für mich kein Problem ist. Wichtig ist nur, dass du glücklich bist. Wir können ganz frei sein. Das klingt so einfach. Ich vermute, das ist es nicht. Es ist nicht so schwierig. Ich liebe Lucia. Und das ist ganz leicht. Ich könnte nicht ohne sie leben. Und die andere Sache scheint im Vergleich so klein. Ist der kleine Unterschied wirklich so klein? An der Uniklinik Amsterdam ist das Zentrum für Geschlechtsdysphorie. So nennt man es, wenn Empfinden und Körper nicht zusammenpassen. Überraschenderweise kann man nicht einmal dort Mann und Frau eindeutig verorten. Es ist wirklich schwierig zu sagen, ob eine Person männlich oder weiblich ist. Klar, Mann hat mehr Testosteron, aber ab welchem Hormonlevel gilt er als Mann? Frau hat meistens XX-Chromosomen, aber es gibt auch XY-Frauen. Und selbst Vagina oder Penis sagen nicht unbedingt, ob Mann oder Frau. Letztlich ist das wichtigste Kriterium, wie jemand empfindet, ob der Mensch sich als Mann oder Frau fühlt. Wie dieses Gefühl entsteht, ist ein Rätsel. Man weiß lediglich, dass Mann mehr Gehirnmasse hat und dass bei Frauen die beiden Gehirnhälften dichter vernetzt sind. Wenn wir Menschen mit Geschlechtsdysphorie in den Scanner legen, stellen wir manchmal fest, dass ihr Gehirn tatsächlich mehr Ähnlichkeit hat mit dem Geschlecht, als das sie sich empfinden, als das, in das sie geboren wurden. Ein Mädchen, das mit einem männlichen Gehirn auf die Welt kommt? Ein Junge mit Frauengehirn? Ist Transsexualität so einfach zu erklären? Babys sind im Mutterleib bis zum 2. Schwangerschaftsmonat noch völlig gleich. Vagina und Penis entwickeln sich aus den gleichen embryonalen Strukturen.
Bei Jungs triggert dann ein Gen auf dem Y-Chromosom die Ausschüttung von Testosteron. Es bilden sich die männlichen Geschlechtsorgane. Ohne Testosteron wachsen Eierstöcke. Erst nach den Genitalien beginnt das Gehirn, sich in eine weibliche oder männliche Richtung zu differenzieren. Und genau hier kann es zu Abweichungen kommen. Das Gehirn ist sowieso nie ganz eindeutig männlich oder weiblich. Es ist mehr ein Kontinuum. Ein Kontinuum? Das kann nur heißen, in jeder Frau ist ein bisschen Mann, in jedem Mann ein bisschen Frau. Ich bin fertig, tralala. So bleibst du. Ja. Ronny, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Männlich, weiblich? Changierst du oder jetzt bist du... Jetzt bin ich drunter, verstehst du? Wenn ich so einen Blödsinn da mache, für Fotoshooting machst du dann und lauter so ein Zeug. Aber das geht alles nur mit Perücke. Das ist geil, wenn du Perücke aufhast und machst dann... Großartig. Ja, das funktioniert? Ja, natürlich funktioniert das. Für Fotos und für, naja, gut. Das heißt, ich gehe da raus und habe nachher sozusagen eine Macht über Männer? Ja, hast du. Und ein gefülltes Portemonnaie, wenn du schlau bist. Muss man überhaupt einteilen? Muss man überhaupt sagen, Männer, Frauen? Muss man? Machst du es? Nein, ich nicht. Die müssen das einteilen, die Menschen. Ja, weil sie, wenn sie dich nicht einordnen können, dann haben sie noch mehr Angst. Ja. Wovor? Ja, vor dir. Rasant sieht sie aus. Jetzt sieht sie gut aus. Was ich schon merke, das geht jetzt relativ schnell, ist, dass so ein bisschen Äußerlichkeit einen in der Haltung verändert, in der Mimik, in der Gestik, ein bisschen vielleicht auch in der Sprache. Manche merken es erstmal gar nicht. Aber nur in der Stimme merken sie, dass ich ein Mann bin. Ich verstehe die aber auch nicht. Mhm. Mein Glück ist, ich habe keinen Adamsapfel, Gott sei Dank nicht. Aber bist du denn ein Mann? Empfindest du dich als Mann? Nee, da gar nicht. Es gibt doch keinen Dieter. Das heißt, jetzt gerade bist du... Jetzt bin ich Dora. Jetzt bin ich eine Frau. Jetzt bin ich schon eine Frau. Jetzt noch nicht perfekt, aber ich bin jetzt schon eine Frau. Ah. Ich fühle mich jetzt schon als Frau. Und da empfindet man anders als ganz Frau. Ja. Und es ist nur, dass die Welt auf einen anders guckt, oder geht es auch von innen heraus? Fühlst du dich dann anders? Sowohl als auch. Also erst hier von innen heraus kommt das, aus der Seele heraus. Man tut den Traum jetzt endlich leben, eine schöne Frau zu haben, die man endlich hat, sie gehört mir allein. Dann kann sie ihn wegnehmen und sie auch auszuleben jetzt. Der Transvestit Doris Dieter mag unsere konventionellen Vorstellungen von Geschlechtsidentität herausfordern. Körperlich ist er klar Mann. Manchmal verwischt die Natur die Grenze zwischen den Geschlechtern auch körperlich. Bei Intersexuellen, wenn die äußeren Geschlechtsorgane weder klar männlich noch klar weiblich sind, sondern irgendetwas dazwischen. Ich hatte so eine Schwangerschaft, die nicht ganz einfach war und wo mir auch schon prognostiziert wurde, dass da vielleicht was mit dem Geschlechtsteil nicht in Ordnung sein kann. Aber mir wurde ja gesagt, es wird ein Junge, XY. Und da habe ich gedacht, naja, Hauptsache ich kriege das Kind groß, und es kam ein bisschen früher auf die Welt. Da dachte ich, na, das Geschlechtsteil wird dann schon auch irgendwie wachsen. Aber als ich mein Kind zum ersten Mal nackend gesehen habe, war ich doch schockiert. Und darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ich habe da nur so ein Läppchen gesehen, so ein kleines Hautläppchen. Christiane Bauermeister, Mutter eines intersexuellen Jungen, der umoperiert und dann als Mädchen erzogen wurde. Das ist ein nicht wieder gut zu machender Eingriff. Damals bin ich damit nicht gut umgegangen. Und heute unterstütze ich alle, die sagen, das ist eine Kastration, das ist Menschenrechtsverletzung. Lucy Veit hat eine solche Kastration am eigenen Leib erlebt. Ärzte haben ihr die Keimdrüsen genommen. Ich bin ein intersexueller Mensch und bin das gerne. Ich lebe in einer sozialen Rolle, die eher als weiblich verortet ist. Das liegt aber auch daran, dass die Biologie mir nichts anderes gegeben hat. Lucy Veit kam äußerlich als Mädchen auf die Welt, obwohl sie genetisch ein Mann ist. Mit Mitte 20 hat man bei ihr Hoden im Bauchraum entdeckt und entfernt. Ein Eingriff, der sie krank gemacht hat. Sie kann es nicht ertragen, dass Chirurgen heute immer noch intersexuelle Kinder auf Eindeutigkeit operieren. Wenn Eltern nicht ertragen, dass ihre Kinder so sind, wie sie sind,
dann werden Sie immer einen Mediziner finden, der Sie ausweidet und später irgendetwas kosmetisch an Ihnen aufbaut. Und diese Kinder werden ihre Seele verlieren damit. Was haben die Mediziner Ihnen dann empfohlen, was so? Die haben gesagt, mit so einem kleinen Hautläppchen kann der Junge niemals oder kann das Kind niemals im Stehen Wasser lassen. Sie können es niemals nackt herumlaufen lassen. Ziehen Sie es doch als Mädchen groß. Geben Sie ihm Ohrringe rein und immer rosa anziehen. Dann machen Sie da ein Mädchen draus. Und später operieren wir dann noch eine schicke Scheide ihr noch hin. Ne? Also die Emotionen, die waren schon, also da war ich wirklich schockiert. Aber nach einer Weile habe ich drüber nachgedacht und habe auch gedacht, ja, wenn mein Kind von Anfang an diskriminiert wird von anderen Kindern und wenn ich es nie nackend rumlaufen lassen kann und wenn es nie ein richtiger Junge ist, ja, dann muss ich mir das doch mal vielleicht überlegen. Die Kinder passen nicht in eine Norm. Das würde aber kein Arzt so sagen. Nein, aber dieses Denken, alle, auch die Mediziner sind doch geprägt von einem Menschenbild, von einem gesellschaftlichen Menschenbild, das so zwei Geschlechter als Norm oder als Normalität ansieht. Es ist normal, anders zu sein. Haben wir ja auch ein bisschen mitgedacht, ne, dass wir per Erziehung einen Menschen machen können. Ja, Sie das haben ja geglaubt. Ich habe es geglaubt, ja. Und aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass es nicht ging. Denn dieses Kind, ich habe es nicht rosa angezogen oder sowas, aber das hat sich dagegen gewehrt, irgendwelche weiblich konnotierte Kleidung zu tragen. Das fiel mir schon auf, als sie 6, 7, 8 waren. Ich habe dann irgendwann auch sie anziehen lassen, was sie wollte. Was erwarten Sie von Sadia? Ich erwarte, dass diese frühkindlichen Operationen ohne medizinische Notwendigkeit klar verboten werden und unter Strafe gestellt werden. Haben Sie Wut auf die Ärzte, die Ihnen damals das geraten haben, oder ist die geschwunden wieder? Nein, die Wut ist geschwunden. Die konnten wirklich damals nicht anders. Die wussten nicht anders. Und also es gibt viele Intersexuelle, die Ärzte jetzt verklagen, und zu Recht. Aber in unserem Fall habe ich davon abgesehen. Intersexuelle Menschen sind ja keine Montagsproduktion des lieben Gottes. Das sind wir nicht. Sondern wir sind Menschen, die geboren werden, die gar nicht so unterschiedlich sind. Der Unterschied ist so klein. Und diesen Unterschied jedes Mal so herauszuarbeiten, ist so eine Sexualisierung des Menschen, dass es mir eigentlich die Sprache verschlägt. Sie wird, oder eher, wie auch immer, immer dazwischen bleiben oder fließend bleiben. Sie wird, glaube ich, nicht sagen, jetzt bin ich auf einmal ein Mann, sondern sie wird sagen, ich bin einfach nicht nur Frau. Ich bin auch Mann oder ich bin mehr Mann als Frau. Und wird man das als Gesellschaft irgendwann akzeptieren? Das muss man doch mal irgendwann akzeptieren. Das wird ein langer Weg sein. Das ist ja an mir. Ich habe es ja zu Anfang auch nicht richtig akzeptiert oder nicht richtig geglaubt oder nicht richtig wahrgenommen. Heute sehe ich das fließend. Wir sind besessen davon, Menschen in zwei Geschlechter einzusortieren. Ich kann es kaum fassen, welches Leid damit verbunden ist. Und dabei ist die Kategorie Geschlecht doch sowieso nicht so eindeutig, wie ich erfahren habe. Und meine Identität als Mann, ist die stabil? Bisher konzentriert sich mein Rollenspiel auf Äußerlichkeiten. Das fühlt sich natürlich total ungewohnt an, weil ich nie mit solchen hohen Absätzen gehe. Den Po ein bisschen raus, meinst du? Mhm. Ja. Probier einfach mal, wie du dich wohlfühlst. Ja, darauf kommt es an, das Körpergefühl, ja, was du fühlst. Darum. Ich fühle mich ja als Mann. Wieso das? Guck mal, du hast lange Haare, du hast Schminke, du hast ein tolles Gesicht, du siehst total weiblich aus. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich nur sagen, warum trägt die Alte eine Herrenarmbanduhr? Ja, das wäre das Einzige, was mir jetzt auffallen würde. Meinst du wirklich, dass das Äußere so viel ausmacht? Das Äußere kann einen verwandeln. Muss aber auch ein bisschen Bereitschaft von dir sein, ja, dass du dich darauf einlässt. Ja. Und wenn du dagegen ankämpfst, hast du eh schon verloren. Hm? Nee, heute will ich ja Frau sein. Ja, aber Will mit Wollen ist dann nicht bedient. Du musst hingeben. 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 Ich gebe mich meiner weiblichen Rolle hin. Richtig. Die Dose muss eigentlich mal so in der Silhouette so aussehen. Schlank, eng anliegend.
Nur die Farben variieren natürlich. Ja. Ich habe helle Röcke, ich habe auch eine normale Jeansröcke, auch Strumpfhosen halt verschiedene, auch High Heels natürlich. Ich habe verschiedene Farben, total andere. Also da tickt wie eine Frau. Der Schuh tickt, ich verstehe Frauen. Wie viele Schuhe hast du? Bestimmt über 100. Und auch Stiefel habe ich mindestens 50. Auch Overknees habe ich. Bin ich auch schon noch rumgelaufen in der Öffentlichkeit. Aber warum muss Doris Stöckelschuhe tragen, um sich als Frau zu fühlen? Warum zeigen schon Kindergartenkinder geschlechtertypisches Verhalten? Was hat unser Empfinden, männlich oder weiblich zu sein, mit den Rollenklischees zu tun? Bist du eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Mädchen. Woran merkt man das eigentlich? Weil ich habe lange Haare. Dass Jungs besser klettern können. Weil ich finde, Jungs sind hier so besser zum Klettern. Sie hat ganz schöne Kleider. Sie hat sogar ein Kleid, das ohne Trägern hat. Dein Papa? Nein, der hat nur kurze Hosen. Es gibt einen Unterschied zwischen geschlechtertypischem Verhalten, also wie sich jemand gibt, und wie jemand tatsächlich empfindet. Aber das ist nicht leicht auseinanderzuhalten. Wenn Eltern ihre Töchter rosa kleiden und mit Barbies spielen lassen, den Söhnen aber Autos und Bauklötze schenken und wild mit ihnen kämpfen, dann mag das einen Einfluss auf das Verhalten haben, aber nicht auf die Geschlechtsidentität. Ich hatte keine geschlechtsspezifischen Spielzeuge. Ich hatte keine Soldaten. Ich hatte aber auch keine Puppen, eher Lernspielzeuge. Aber als ich dann in die Schule kam, wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Hier die Mädchen, dort die Jungs. Und ich musste zu den Jungs, mit denen ich mich gar nicht identifizieren konnte. Ich identifizierte mich mit den Mädchen. Ich mochte mit ihnen sprechen, spielen. Ich spürte, dass ich zu ihnen gehörte. Die Geschlechtsidentität wird also von der Biologie bestimmt. Keine Chance, sie willentlich zu beeinflussen. Und das Verhalten? Warum sind Jungs eher wild und Mädchen eher sanft? Ist das alles Erziehung? Überraschenderweise spielen auch hier die Hormone eine Hauptrolle. Es gibt jede Menge Studien mit Frauen, die einem hohen Testosteronwert im Mutterleib ausgesetzt waren. Und wir sehen, dass diese Frauen in ihrem späteren Leben mehr typisch männliche Interessen haben und schon als Kind eher auf Jungsspielzeug stehen und viel wilder sind. Auch beim Verhalten prägt uns also die Biologie. Manche sehen daher nur einen Weg, um sich aus Rollenklischees, Zuweisungen und Sexismus zu befreien. Weder noch. Weder Mann noch Frau. Ich kann klar sagen, ich fühle mich nicht als Frau und ich fühle mich nicht als Mann und ich möchte auch nicht Frau sein und ich möchte auch nicht Mann sein. Lan Hornscheid hält gar nichts davon, dass Menschen in zwei Geschlechterschubladen gepresst werden. Denn die Kategorie Geschlecht gäbe es nur, um Machtverhältnisse zu zementieren und zu diskriminieren. Geschlecht sei eine soziale Konstruktion. Darum hat sich die Professorin, besser Professix nach eigenem Vorschlag, den Vornamen Lan gegeben. Weder männlich noch weiblich. Verändert sich da das Leben dann auch damit, wenn man plötzlich den anderen gegenüber sagt, hey, nee, nicht Frau Hornscheid, nicht Herr Hornscheid, sondern Lan Hornscheid? Ja, natürlich. Natürlich. Und natürlich war das am Anfang total angstbesetzt und total schwierig. Und es ist ja jetzt nicht so, als würden alle Menschen da positiv drauf reagieren, sondern viele reagieren ja auch mit Abwehr. Aber viele Menschen reagieren da auch extrem positiv drauf, sehr erleichtert drauf, dass eine Person, eine statushohe Person, wagt, zu etwas zu stehen, was viele Menschen vielleicht als Unwohlsein fühlen, aber nie haben formulieren können. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen denken doch überhaupt nicht drüber nach. Für die ist ganz klar, ich bin Mann. Ich bin Frau, also so ging es mir. Schön für Sie. Das ist ein Anzeichen für eine Privilegierung. Wenn Sie dann nicht über Ihre eigene Identifikation in der Gesellschaft nachdenken müssen, dann ist das potenziell ein Anzeichen dafür, dass Sie da sehr privilegiert sind. Wahrscheinlich. Die Kategorie Rasse, dass wir Menschen nach ihrer Hautfarbe einteilen, gibt es ja auch nur, weil es Rassismus gibt. Warum sollte es bei der Kategorie Geschlecht anders sein? Für Hornscheid ist die Einteilung in Mann und Frau die Grundlage von Sexismus.
Es wäre doch total toll, wenn Menschen als Individuen wahrgenommen würden und nicht immer über Geschlecht eingelesen würden, sondern dass Menschen einfach Menschen wären und dann ganz andere Entscheidungen treffen könnten, ohne diese geschlechtliche Zuschreibung. Sicherlich richtig. Für mich ist es allerdings genau das, was ich an diesem Tag suche. Einmal als Frau eingelesen werden. Hier runter? Ja, wir gehen hier runter. Meinst du, ich komme hier runter, ohne mir die Füße zu brechen? Was hältst du, das Gießkännchen, oder? Handtäschchen, Stöckelschuhe, Frau sein, das wird schnell klar, erfordert ganz andere Kulturtechniken. Mach das nicht, dann geht das Schwarze ja weg von den Augen. Blicke und Aufmerksamkeit gibt's, wie von Ronny versprochen, jede Menge. Das kennt man so nicht. Schlecht fühlt es sich nicht an. Ob es Anmache ist oder Entsetzen darüber, dass ich so aufgetakelt bin, keine Ahnung. Wir gehen mal nach hin und winken denen mal zu. Jetzt guck mal, ob die trauen sich gar nicht, hierher zu gucken. Guck mal. Keiner guckt. Wie ist es für dich? Ich meine, du schwankst ja immer hin und her. Ja, und ich kann dir keine Antwort geben. Weiß es nicht. Aber du hast doch offensichtlich eine weibliche Seite. Ja, sehr wahrscheinlich. Die ich aber nie bemerkt habe. Ich habe diese Seite nie bemerkt. Aber du kannst sie perfekt spielen. Spielen? Ja, die spiele ich. Aber das ist unbewusst. Das ist trotzdem in mir drin, ohne dass ich es weiß. Gibt es, oder nicht? Auch ich merke wenig von der Frau in mir. Geschlechtsidentität ist eben doch biologisch festgeschrieben. Lediglich die anderen geben mir das Gefühl, du bist jetzt Frau. Und wer weiß, was wäre, wenn ich ab jetzt dauernd mit Frau Bauer angesprochen würde. Frau Bauer, Frau Bauer, Frau Bauer. Das Schönste, was mir passiert ist, dass mein Mann zu mir gesagt hat, als ich erfahren habe, wer ich bin, habe ich gesagt, du, ich würde das verstehen, wenn du mich jetzt verlässt. Ich wäre sehr traurig, aber ich möchte dir die Wahl geben. Ja. Und dass er mir nach 3 Tagen gesagt hat, du, ich habe mir das überlegt. Es ist genau das, was ich immer gesucht habe. Du bist genau das, was ich wollte. Also es gibt verschiedene gerade Indizien dafür, dass Zweigeschlechtlichkeit als gesellschaftliche Norm irgendwann sehr viel stärker fallen wird. Es gibt ja bereits Länder, also Indien, Neuseeland, die einen 3. Geschlechtseintrag möglich machen. Meine Liebe zu Lucia ist gewachsen. Es ist jetzt so wunderbar, ihre Verletzlichkeit zu spüren. Und die Mauer, die immer da war, ist verschwunden. Jetzt kenne ich ihre Gedanken und Gefühle und wir können das teilen. Mann, Frau, zu Beginn meiner Suche schien alles so einfach. Jetzt weiß ich, die Kategorie Geschlecht engt nur ein. Die Welt ist viel bunter als 2 Schubladen.